Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier eine Eingangstüre und da ist so ein Riegelschloss drin. Ein Feinriegelschloss. So sieht das Ganze aus. Und da ist versucht einzubrechen. Und jetzt ist das so, dass sich da ein Schwenkriegelschloss einbaut. Das ist dieses hier. Wenn das hier drin steckt, kann man sich vorstellen, der Riegel ist da so weit drin. Und jetzt die Tür danach mit diesem Schwenkriegelschloss aufzubrechen, wird erheblich schwieriger werden. Hier habe ich ja noch dieses kleine Riegelschloss und wenn man das schließt, dann kommt dann nur der eine Riegel raus, hier unten. Ja, das ist dann also praktisch nur so weit. Das kann man sich mal so angucken. Das wäre dann praktisch, da sieht man ihn so ganz wenig. Gucken, so. Da sieht man ihn ganz, ganz wenig. Ja, das ist er dann. Da genau. Und bei dem Schloss, was ich da jetzt einbaue, das ist mal das, was ich nehme. Das ist das Schwenkriegelschloss, dieses hier. Das kommt da rein und das geht erheblich weiter in die Tür dann, also in den Rahmen nachher rein. Okay, dann bauen wir das Ganze mal eben ein und das zeige ich mal Schritt für Schritt. Ich habe jetzt hier oben und unten die Löcher reingebohrt und jetzt gehe ich gleich bei und trenne das mit der Flex hier auf, andere Seite auch und schon habe ich das Schloss so gut wie drin. Ich habe das jetzt hier soweit angeschnitten, jetzt breche ich das da gleich eben raus und dann muss ich das Schloss nach eben einpassen, dass es reingeht und ja, schon schließt das da drin. So sieht das jetzt aus erstmal und das Schloss geht da rein und bis diese Arbeit fertig ist, sind das ungefähr 10 Minuten. Wenn man ganz langsam arbeitet, maximal 15 Minuten. Ich habe jetzt das Loch für den Zylinder drin und hier habe ich eine Zwischenwand drin. Das kann man jetzt gerade schlecht sehen, ich habe nicht genug Licht. Da ist eine Zwischenwand drin und die musste ich da dementsprechend auch noch rausnehmen. Und hier hinten habe ich ja schon das kleine Loch drin, damit ich weiß, wo ich da wieder rauskomme. Ja, und dann mache ich jetzt mal eben weiter. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, der ist da drin, das Schloss ist aber noch locker drin, das wird noch nicht festgeschraubt. Und hier ist eine Zwischenwand drin, die musste ich dementsprechend rausbohren. Das ist aber nicht so tragisch. So, und wenn man von dieser Seite guckt, dann sieht man da schon ein bisschen den Zylinder, das ist also fast mittig. Das ist auch nicht wichtig, ob ich das in der Mitte treffe, weil ich das ja sowieso jetzt gleich aufmache. Ja, und wenn nachher die Rosette raufkommt, sieht man da dementsprechend auch nichts mehr. Das Schloss habe ich jetzt soweit drin. Jetzt habe ich auch ein bisschen Licht. So sieht das Ganze jetzt also aus. Jetzt kommt hier nachher noch eine Rosette drauf. Und dann schwenkt das Riegel auch dementsprechend weit rüber. So kann man das denn sehen, da ist eine ganze Ecke mehr drin als vorher und dann passiert da auch nichts mehr. So, ich habe das nochmal rausgenommen und das ist da das Zwischending da, wo ich meinte, was ich vorhin nicht ausleuchten konnte, das musste ich dann noch rausnehmen. Es hat also 1, 2, 3 Durchbrüche praktisch dann. Gut, zuerst mache ich das noch ein bisschen größer, ein bisschen schicker und dann kann ich die Rosetten montieren. Ja, jetzt habe ich das soweit fertig. Der schließt oben ab. Das ist also jetzt hier das Schwenkriegelschloss, was da reingeht. Die Zange, diese Schraube, das mache ich immer zum Schluss, wenn alles funktioniert, weil ich hatte das schon mal, dass das klemmte und dann kriege ich das mit dem Zylinder nicht auf, also mit dem Schlüssel nicht. Und jetzt kann ich den immer noch rausziehen, den Burschen. Wenn mal irgendwas schief läuft und kann dann Bauchschlüssel reinstecken, weil dann habe ich einfach mehr Gewalt, falls es mal klemmen sollte. Gut. So, das Teil ist da vor. So sieht das jetzt erstmal aus. Hier kommt nachher noch eine Schutzrosette drauf, ein Ziehschutz, die passte nicht, die ich hatte. Und da soll das nachher so bleiben, wie das ist. Ja, das war es dann soweit von meiner Seite aus erstmal. Das Schloss ist drin, das Schwenkriegelschloss. Und man kann auch sehen, das geht also richtig tief rein. Und wenn jetzt versucht wird, hier aufzubrechen, dann hat man dementsprechend
mehr Schwierigkeiten. Okay, wie gesagt, das war es dann soweit von meiner Seite aus und dann freue ich mich auf mein nächstes Projekt.